So, da sind wir wieder bei Let's Play Lylat Wars. Wir sind auf dem zweiten Venom mittlerweile. Wir haben ja Area 6 im letzten Part hinter uns gelassen. Und für Venom 2 habe ich mir einen neuen, super tollen, ja, Gastkommentator hier ins Boot geholt. Wer ist es denn? Hier ist Keanu mal wieder. Oh mein Gott. Ja, du hast eigentlich die Schnauze voll von mir, oder? Echt? Du bist auf meinem Kanal aber auch echt nicht tot zu kriegen. Das ist ja fürchterlich. Eigentlich müsste ich das sagen, so oft wie du bei mir zu Gast bist. Stimmt auch wieder. Na gut. Okay, ja, bist du bereit? Dann können wir ja direkt loslegen. Ja, mach ruhig. Mach da. Mach sie tot. Ja, denn jetzt kommt Starwolf. Werde bloß nicht übermütigt wie Hawk. Okay. Oh, ich hab wieder so wenig Bilder. Egal, ich überlebe das schon. Can't let you do that. Ich hoffe, du überlebst das wirklich. Ich hab schon ganz anderes überlebt. Egal. Ja, auf jeden Fall. Wir sind mal wieder ähnlich wie auf Fortuna. Hier im offenen, in der offenen Formation und müssen gegen Starwolf kämpfen. Die haben aber jetzt viel besser ausgerüstete Schiffe. Ja, und zwar können sie diesmal Angriffe abwehren. Richtig. Die können Barrel Roll. Also, Charge Shots oder auch Bomben nützen hier nicht mehr wirklich viel gegen Starwolf. Ihr müsst wirklich alles mit dem Laser machen. Ich habe jetzt hier Gott sei Dank den Hyperlaser. Damit ist es, wie ihr seht, relativ einfach. Mhm. Aber wenn man den nicht hat, kann es schon eine ziemlich harte Geschichte werden. Ja, oder wenn man so doof ist und ein Level nochmal neu startet und ihn dann automatisch nicht mehr hat. Ne, V-Hawk? Ja, zum Beispiel, wie das bei Area 6 passiert ist vorhin. Aber das habt ihr nicht gesehen. Ja, aber ich. Weil er in Gedanken dabei war, Highscores zu spielen. Aber nein, das muss er jetzt nicht. Er muss hier einfach nur das Star Wars-Team besiegen. Ja, was übrigens schon gleich erledigt ist. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, wie schnell das geht mit dem Hyperlaser. Ey, vielleicht kriegen wir die Credits ja dann doch durch. Ja, ich hoff's. He's too strong! Oh mein Gott, und jetzt kommt hoffentlich nicht das, was ich befürchte, was ich immer befürchte, wenn diese Cutscene kommt. Dass der Kuchen fertig ist. Das ist mir noch nicht passiert und es sieht so aus, wie als würde es auch diesmal nicht passieren. Wieso? Oh, Gott sei Dank. Wieso, dass du das Hähnchen jetzt aus dem Ofen holen musst? Nein, das nicht. Aber es kann passieren bei dieser Cutscene, wo Fox dann auf diesen Tunnel zufliegt, dass das Spiel sozusagen in einer Endlosschleife hängen bleibt und der Arwing immer noch seine Runden schön um diesen Tunnel drumherum dreht, in einer Endlosschleife. Was zur Hölle? Das kann passieren. Musst du mal auf YouTube schauen, da gibt's das. Da fliegt Fox dann wirklich endlos um diesen Tunnel drumherum und das Spiel geht nicht weiter. Okay, dann sowas Ähnliches hatte ich auch mal, aber... Aber irgendwann hat er sich dann trotzdem wieder gefangen. Das kommt drauf an, wo du dann am Ende stehst. Mehr oder weniger. Naja, egal. Boah, ich habe so schlechte Erfahrungen an das Level. Erinnerung, meine ich. Ja. So, Leute. Wir kommen zu einem epischen Augenblick in diesem Spiel. Deswegen mache ich hier mal kurz Pause. Und zwar... treten wir jetzt einem ganz besonderen Gegner in den Hintern. Ja. Meister Eder und seinem Pumuckl? Richtig. Genau, hier ist Meister Eder. Der hat Karies. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hat er auch Mundgeruch. Auf jeden Fall startet nun der Endkampf. Im Kampf um das Lylat-System. Wir treten gegen Meister Eder alias Andross an. Und, Warum zerstöre ich seine Hand nicht? Warum habe ich seine Hand nicht zerstört? Weil du nicht oft genug draufgeballert hast. Ja, irgendwie... Ich bin völlig von der Rolle, seitdem du dabei bist. Wieso das denn? Was habe ich denn damit zu tun? Ich weiß nicht, du bringst irgendwie schlechtes Karma. Ich kann auch gehen! Okay! Nein, ich werde natürlich nicht gehen. Ja. Wir sind knapp über 4 Minuten. Ja, wir könnten es schaffen, wenn ich jetzt das Gehirn hier schnell besiege. Only I have the brains to rule Lylat. Hättest du jetzt Bomben, könntest du deinen Looping-Trick machen, indem du die beiden Augen doppelt zerstörst. Das hat ja beim letzten Mal schon nicht geklappt. Erinnert ihr euch, wo ich das in der Challenge machen wollte und es ging vollkommen in die Hosen? Bei mir hat's geklappt in meiner Challenge. Stimmt, bei dir hat's geklappt, aber ich hab's nicht hinbekommen, weil ich ein schlechtes Timing hatte. Ja, passiert. Hast du davon alleine drauf geguckt oder hast du dir das von meiner Challenge abgeguckt eigentlich? Das habe ich in dem Video gesagt, ich habe es mir von dir abgeguckt. Ach stimmt, hast du gesagt, ja genau. Das ist eigentlich wirklich ein cooler Trick, wenn man die Augen schnell loswerden will. Ja, vorher bin ich nie auf die Idee gekommen, das mal zu versuchen.
Also dementsprechend ist ein schneller, guter Trick. Man muss halt nur das Timing erwischen. Genau. So, und jetzt müssen wir auf das auf die grüne Masse da drauf ballern. Genau, auf die grüne Masse von diesem Gehirn. Und ihr müsst aber aufpassen, dass ihr ihm nicht zu nahe kommt. Wenn ihr ihm zu nahe kommt, müsst ihr zusehen, dass ihr einfach ein paar Mal auf sein Gehirn drauf ballert. Dann warbt er sich nämlich weg. Mhm. Und ihr müsst euch dann einfach nur umdrehen und schon seid ihr wieder vor ihm und könnt wieder auf die grüne Masse draufballern oder auf ihn selbst und dann warbt er sich wieder weg und dieses Spiel dann immer wiederholen, bis er besiegt ist. Aber auch beim nicht zu nahe kommen muss man aufpassen. Denn es kann passieren, dass er euch mit seinen Tentakeln packt und das fügt ordentlich Schaden zu und ihr verliert obendrein beide Flügel. Und mit Tentakeln hat Keanu ja Erfahrung als alter Hentai-Fan. Meine Güte, musst du das hier jetzt ansprechen. Ja. Auf jeden Fall haben wir Arthros besiegt. Mensch, das ist sowas. In nicht mal 6 Minuten. Ey, das könnte wirklich was mit dem Credits werden. Das erste Mal hast du Credits in dem Spiel. Ja, vielleicht. Man muss jetzt mal abwarten, weil ich muss ja hier noch raus. Ich meine, Fox ist jetzt natürlich tot. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Fox ist tot. Du hast es jetzt versaut. Fox ist tot. Du hast es versaut. Scheiße. Also beim letzten Mal hast du das sehr viel eleganter gemacht. Echt? Ja. Egal. Follow me, boss. Auf jeden Fall haben wir hier sozusagen, man weiß es nicht, also eigentlich ist es, denke ich, immer noch eine Illusion von Fox, der einfach aus seinem, ja, aus seinem Überlebenswillen heraus seinen Vater sieht und, ja. Seit oh mein Gott, ich habe gerade eine Verzögerung. Deswegen baller ich hier gegen die Wand. Du ballerst wegen einer Verzögerung gegen die Wand. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Bin ich richtig um die Ecke gekommen? Nee, wahrscheinlich erhoffst du dir nur, dass du damit einen Special-Ausgang freilegst. Achso, das kann natürlich auch sein. Genau, ich breche jetzt einfach mal durch hier. Zack! Zack! Nein, natürlich nicht. Never give up. Machst du mich jetzt nach mit dem Flügel verlieren oder was? Genau, uhu! Boah, diese Verzögerung ist gerade echt übel hier. Oh mein Gott! Egal, das ist glaube ich die letzte Kurve. Noch nicht. Nein, noch nicht. Das ist. So. So, und jetzt links und ich glaube, dann war's das. Ja, da, das war's. Sieht gut aus. Mann, wie übel. Bei mir war das anders. Ich hatte nur noch einen Pixel und bin am Ende nochmal gegen den Boden geflogen. Jedenfalls, was ich sagen wollte, Fox Vater ist nicht mehr am Leben, entgegen vieler Gerüchte. Er ist tot. Er ist tot und das hier ist nur entweder sein Geist oder eine Illusion von Fox. Wenn man aufpasst, dann sieht man ihn gleich auch nochmal da irgendwo langfliegen, den Vater James da. Genau, das ist, sobald die Great Fox wegfliegt, da muss man mal, ich weiß nicht genau, an was für einer Stelle das kommt. Ich glaube, in diesem Bild irgendwo war das. Irgendwo in diesem Bild, da sieht man dann ganz hinten bei diesen Sternen irgendwo in so ein Schweif wegfliegen, so, aber ganz kaum zu erkennen eigentlich. Ja, ich kann das jetzt eh nicht sehen durch diese Bildübertragung. Ja, ich sehe es jetzt aber im Moment auch nicht. Ich weiß auch nicht, unter was für Voraussetzungen das kommt, ehrlich gesagt. Nee, das kommt immer, weil der ja nach seinem Vater Ausschau hält. Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben Arthros besiegt und das eigentlich sogar relativ flott und haben immer noch Zeit für die Credits. Also, ich bin beeindruckt. Ich auch. Ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich habe gedacht, das dauert jetzt länger, die beiden zu besiegen. Du unterschätzt mich. Ja. Und deinen Drang, Pause zu drücken und den Laser zu verschwenden. So, aber jetzt an dieser Stelle muss ich noch etwas sagen. Und zwar, ja, wir haben ja jetzt alle Planeten soweit gezeigt. Und, ja, das war's aber trotzdem noch nicht mit diesem Let's Play, weil dieses wunderschöne Spiel hält noch einen Profi-Modus parat, in welchem es, ja, man bei einer Berührung einen Flügel verliert und generell sehr viel mehr Schaden erleidet. Und auch manche Levels sind ein bisschen anders, also von den Gegnern her. Und deswegen werde ich es jetzt so machen, dass ich alle Planeten nochmal im Profi-Modus zeigen werde. Boah, ich kotze gleich. Richtig. Das heißt noch 16 weitere Parts und dann kann ich auch mal Dinge zeigen, die ich beim ersten Mal nicht gezeigt habe. Zum Beispiel den Warp von... Nein, den habe ich gezeigt, oder? Du hast alles gezeigt. Nein, den Warp von Meteo habe ich nicht gezeigt, genau. Den Warp von Meteo zeige ich nämlich erst im Profi-Modus. Ja, und dann noch viele andere Sachen, wie die Zerstörung der Basis von Katina, das wird gezeigt.
Und ein alternativer Weg auf Macbeth wird auch noch gezeigt. Und ja, also viele, viele unterschiedliche Sachen, und die man wirklich erst beim zweiten Mal durchspielen alles sehen kann. Das heißt, ich werde im Profimodus die ganzen Levels etwas anders spielen als hier jetzt in diesem Durchgang. Cool. Eine Sache, was du vielleicht auch noch zeigen könntest. Was passiert, wenn du Katina nicht erfolgreich beendest? Hab ich ja gesagt, die Zerstörung der Basis. Ach so. Die Zerstörung der Basis wird gezeigt. Ich hatte gerade irgendwie die Basis von Macbeth im Kopf. Ich glaube, ich habe Basis von Katina gesagt, du machst mich völlig wahnsinnig. Ich weiß es auch nicht mehr. Oh Gott. Oh mein Gott. Diese Häuser sehen aus wie aus dem Lego-Baukasten. Habe ich das schon mal gesagt? Okay, alles klar. So, auf jeden Fall kommt jetzt die Siegesfeier von Fox und seinen Freunden. Ja. Wie elegant die daher latschen. Ja, so, und gleich müssen wir mal kurz still sein. Okay. Aber versteht eh nichts, weil es keine Untertitel gibt, aber egal. Doch? Nee. Egal. Starbuck, we are in your debt. I would be honored to have you as part of the Cornerian. Oh no, sir. We prefer doing things our own way. Great Fox is ready. Das ist dein Untertitel. Sehr schön. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich die englische Sprachausgabe eingestellt habe, weil wenn die das jetzt alles auf Lylat gesagt haben, dann habt ihr jetzt nicht wirklich viel verstanden. Hast du da keinen Ton? Ich habe im Moment selbst keinen Ton, nein, weil ich die Soundeinstellungen ein bisschen verändert habe. What the fuck? Ja, sonst ist das ein bisschen umständlich mit Audacity aufzunehmen und so weiter und dann, ja, egal. You fail. Ich brauche in dem Spiel keinen Ton. Genau. Ich mache einfach selbst meine Hintergrundmusik. Meinst du so ungefähr wie Matze bei meinen 250 Abo-Special? Ja. Als der das Mikrofon, ne, du weißt schon. Anscheinend weißt du es nicht. War ich beim 250 Special anwesend? Ich weiß es gar nicht. Ja, das haben wir doch am Samstag aufgenommen um 22.30 Uhr. Ich wollte mich jetzt einmal blöd stellen. Mann. You fail at Blödstellen. Fail at Blödstellen, ist das ehrlich? Auf jeden Fall. Ja, mein Gott, wir labern nur Scheiße hier. Ja, was soll man denn bei den Credits noch labern? Ja, zum Beispiel, Mensch, was laufen die schön den Sonnenuntergang entgegen? Ist das nicht einfach traumhaft? Ich fand das damals echt schön als Kind. Ja, nee, ich fand's auch wirklich cool als Kind, als sie da lang liefen. Ja, ich finde diese Endsequenz irgendwie cool. Und jetzt fliegen sie hier wunderschön dem Abendrot entgegen. Vor allem, wenn die Rakete die Great Fox trifft, dann ist die Great Fox an der Stelle auch zerstört. An der einen Stelle mit dem Flügel. Stimmt, richtig. Das könntest du vielleicht zeigen, wie das aussieht. Hast du sehr schön gemacht. Ich finde, du hast dir damit mit diesem Geräusch sehr viel Mühe gegeben. Gell? Ja. Du hast dir so viel Mühe gegeben, dass vor meiner Haustür die Frauen lachen. Was? Ja, ich höre gerade Frauen lachen, nachdem du das gemacht hast. Ja, da siehst du mal, ich kann jede Frau zum Lachen bringen und... Selbst wenn sie dich nicht hört. Oh Gott, wir haben die Credits versaut. 13, 14 Treffer. Super. Ach Mann, komm, ich habe mir überhaupt keine Mühe gegeben. Ich musste hier schnell durchrasen, weil, oh, Keanu hat keine Zeit. Ah? Ja. Ja, guckt euch das an. 131 auf Corneria, 150 auf Meteo. Das ist doch nix. Ich habe seit Meteo zugesehen. Und trotzdem Rang 10. Ich glaube, ich habe hier ewig nicht mehr gezockt. Achte mal auf deine Trefferzahl. Ich finde die Zahl cool. 13, 14. 13, 14, ja. Meine PIN-Nummer. Haha, nein. Toll. Deutsche Bank? Jo. Nein, Quatsch. Als ob ich das verraten würde. Aub. Oder Au 8. Wie ihr wollt. Drück Ende! Soll ich das? Ja. Oh mein Gott. Na, ich will die Rechnung sehen, wie viel Pepper bezahlen muss. Okay. Ist das viel oder wenig? 84.096, na, das geht höher. Das geht höher. So, ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Ja. Wir haben ja nur noch ein paar Sekunden. Ja, sehr gerne, ne? Und so.
Gut, und wir sehen uns dann im Profimodus wieder. Dann haben wir wieder einen neuen Gast. Ciao. Ciao.